Hallo und willkommen bei Triabi. Heute mit dem Thema Anreise zur Triathlon-Veranstaltung für Fortgeschrittene und damit auch Packen für Fortgeschrittene. Denn wir packen nicht nur die Triathlon-Sachen ein, sondern auch noch Sachen für 2 Wochen Urlaub vorher. Das könnte spannend werden. Also bleibt lieber dran. So, jetzt letzte Fuhre, Nervbarometer 9 von 10. So, jetzt haben wir es geschafft, alles einzuladen und uns auf die lange und abenteuerliche Reise zu begeben. Erster Halt Berlin. 16 Kilometer Baustelle, Nervbarometer 7. Wir sind jetzt an der TU. Hier, schön im Hintergrund zu erkennen. Nervfaktor Berlin, typisch 8. Wir gehen jetzt in die Technische Universität, um da was zu lernen. Auch am Freitag kann man Sachen lernen. So, raus aus der Uni, rein ins Berliner Leben. Morgens, 3:46 in Berlin. Müsli-Zeit. Das Morgen können wir nicht verstehen. Bin viel zu spät. Die Element-App hat mich über jedes Kopfsteinpflaster geführt, das in Berlin vorhanden ist. Ja, und da habe ich doch gerade heute ein wichtiges Date mit meiner neuen schicken Brille, meinem super schicken neuen Helm. So, ich war also Fahrradfahren, wie gesehen habt, mit dem Stefan und dem Sören. Ja, der Sören von YouTube. Wenn es alles trifft in Berlin. Man könnte fast sagen, war ein geplantes Treffen. Und jetzt flanieren wir hier schön über die Startpiste vom Flughafen Schönefeld. Tempelhof war uns zu langweilig. Also beweist sich doch die alte Logik: Wer mehr trainiert, ist mehr fit. Denn die beiden haben mich doch arg alt aussehen lassen. Aber war trotzdem cool. Deswegen brauche ich jetzt eine starke Mahlzeit für starke Triabis. Verlässt Berlin Richtung Dänemark. So, wir wären jetzt viel zu früh an der Fähre. Deswegen haben wir drei Optionen gehabt: A, wie an der Fähre warten, B, wie basteln oder F, wie Flensburg. F. Runter. Runter. Das war also das Flensburg in der Metto. Kann man schon mal hinfahren. Aber so richtig, der Funke ist nicht übergesprungen. Jetzt noch ein kurzer Snack und dann sind wir auch gleich schon in Dänemark. So, wir haben es zur Fähre geschafft, obwohl uns die Zollbeamten aufgehalten haben und nach illegalen Triabi-Aufklebungen gefragt haben. Habe ich gesagt, Triabi, also keine Ahnung, was das ist. Da hinten kommt unsere Fähre angerauscht.
Ich habe also versucht, hier auf der Insel Aero mehr Aero rauszuholen für mich. Durch Urlaub mit anschließendem Triathlon. Das ist ein Experiment und wir werden dann am Ergebnis sehen, ob es sich lohnt, den Namen des Urlaubsziels nach Sportart und Leistung auszuwählen. Mein Motto hier im Urlaub war also mehr Aero auf Aero. Hier endet es also der Anreise-Vlog.